Heute wieder Tatort, Tischlerstube. Ah, hallo Manuel, musst schon wieder Winkel stehen. Nein, ich habe nur was gesucht. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir wieder bei Tatort, Tischlerstube. Heute geht es um ein ganz geheimes Projekt. Der Erich, der ist ein Profi mit den Nägeln und daher haben wir schon einmal bei ihm zu Hause ein Tor zusammengenagelt, wo man hinten dann die Nägel umschlägt und eintreibt in das Holz. Das hält sehr gut und der Erich hat gemeint, wir sollen darüber ein Video machen, denn er will sich das dann immer wieder anschauen, um quasi diese Technik zu verfeinern. Eigentlich erlernen. Erlernen. Oh, du kannst das schon, Erich. Ach so? Ja, ja. Du sagst aber immer anders. Ja, das ist aber das in Wirklichkeit vom Herzen her weiß ich, dass du es kannst. Sagen wir jetzt mal, das ist eine Brettertüre und hier liegen lauter Bretter und später kommt ja dann so eine Strebe hinein, wenn hier die Bänder sind, dass ich das nicht setzen kann, weil dann drückt ja diese Strebe in das untere Band hinein. Aber das ist nur so nebenbei und hier macht man auch eine Ausnehmung. Diese Ausnehmung ist dazu da, wenn das Holz trocknet, dass trotzdem auf der Geraden vorne immer noch eine Auflagefläche ist und sich das Tor-Tür nicht setzen kann. Aber wir machen heute einfach nur diese Nagelverbindung, wo hinten die Nägel umgeschnitten sind. Was sind die Vorteile dieser Verbindung? Warum kann man es nicht einfach schrauben? Erstens, Schrauben sehen nicht schön aus. Zweitens, wenn man in einem alten Haus so ein Tor restaurieren oder erneuern will und man dreht eine Schraube hinein, sieht das auch nicht passend aus. Denn vor 100 Jahren gab es noch keine Kreuzschraube, es gab auch noch keinen Torx. Einen Schlitz hat es gegeben, aber da wäre der Aufwand enorm, wenn man jetzt sagt, man müsste bei so einer Brettertür Schrauben hineindrehen. Oder Erich, bist du auch dieser Meinung, dass es mit Schlitzschrauben etwas aufwendig wäre? Ja, kann mich noch erinnern an früher, wenn wir die reingedreht haben, mit der Hand. Der Erich kommt nämlich aus einer Zeit, er sieht noch sehr jung aus, aber Erich, sag mal kurz, wann du geboren bist, circa genau. Damals gab es noch keine Geburtsurkunden. Der Bürgermeister gesagt, ich soll es nicht sagen. Okay, also auch nicht das Jahr. Ich habe nicht gefragt, woher du bist. Nein, nein. Okay, passt. Ich will dich da nicht in die Enge treiben, Erich. Danke. Auf jeden Fall, traditionelle Nagelverbindung schaut einfach schöner aus. Und ein Nagel, also eine Schraube, wenn das Holz arbeitet, gibt eine Schraube nicht nach. Entweder die Schraube reißt oder das Holz reißt. Und beim Nagel ist es so, es ist Bewegung möglich und daher ist das fürs Holz natürlich besser. Man kann jetzt, sagen wir mal, vorbohren, damit der Nagel das Holz nicht sprengt. Dann setze ich einen Nagel an, er sollte hinten ca. 3 bis 4 cm herausschauen, nicht weniger, sonst wird die Arbeit nur unnötig mühsam. Dann schlage ich das hinein. Was ist jetzt mit dieser Verbindung? Der Nagel schaut hinten heraus. Schaut schon sehr gut aus, wenn man das jetzt in Einsatz hätte, ist schon locker. Also nicht sehr sinnvoll. Daher gibt es diese Technik mit dem Umschlagen. Hierzu nehme ich mir eine Klampfe oder irgendein anderes Werkzeug, lege mir das hierher mit der Kante, schlage das so um. Das ist etwas, Erich, kannst du das mit einer Hand halten? Das ist etwas... Schlage mir das so um und dann treibe ich das so ins Holz hinein. Ich habe da schon von einigen gehört, die sagen, man sollte es quer zur Faser hineintreiben oder mit der Längsfaser, aber meiner Meinung nach ist das nicht sehr wichtig. Jetzt gibt es noch den Trick, jetzt halte ich hier hinten mit dem Eisenhammer entgegen oder eigentlich auf der anderen Seite, wo der Kopf ist, halte ich mit einer Eisenfläche entgegen. Es ist noch immer sehr locker. Es ist jetzt etwas mühsam mit diesem kleinen Teil. Erich, kannst du das so halten hier? Und jetzt kann ich das... anziehen. Und was sehen wir dann? Es ist noch immer nicht locker. Ah, es ist noch immer locker. Das ist, weil ich es so nicht ordentlich halten konnte. Ich wäre jetzt so... Jetzt ist es stabil. Jetzt hält diese Verbindung und wenn man noch einen zweiten Nagel gibt, ist es überhaupt bombenfest. Hier kann man jetzt sehen, durch diese Technik, dass sich hier, wie sich das hineinzieht. Das zieht sich regelrecht hinein. Das ist jetzt
ungefähr 1,5 mm schon unten. Das könnte ich noch intensiver hinein. Also das zieht sich regelrecht hinein. Auch der Nagel hat sich jetzt 0,5 mm versenkt. Das ist eine sehr stabile Verbindung. Hier habe ich das jetzt natürlich extrem demonstriert. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass ein Brett neben den anderen ist, muss man es nicht so extrem anziehen, denn die Masse hält ja, also das Gesamtdürl quasi, die ganzen Gesamtverbindungen halten. Und wenn das Tor jetzt so steht, beim Erich haben wir das so gemacht, der Erich ist auf der einen Seite mit einem Hammer gestanden, mit einer Hand hat er das Tor gehalten, mit der anderen Hand hat er das Teil, also den Hammer, an den Nagel gehalten. Und ich bin hinten einfach nur durchgegangen, zack, 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 Erich nächster Nagel, der Erich hat zum nächsten Nagel gehalten. Und so haben wir das eigentlich angezogen und haben eine wunderbare Verbindung gemacht. Und mir gefällt das sehr gut. Erich, ich glaube, dir gefällt das ja noch besser. Ja, nur eines, wir haben ja früher keine Bohrmaschine gehabt. Wir haben die Nägel auf die Spitze geschlagen, damit das Holz nicht spaltet. Das ist ein ganz guter Trick. Die Nägel spalten durch diesen Spitz die Fasern. Und wenn man jetzt aber hergeht, vielleicht dass du näher das kannst, wenn du jetzt hergehst, sieht man den Spitz gut, Erich? Naja, ich habe keine Brille auf. Jetzt ist der ziemlich spitz und jetzt ist das sehr gerade. Und wenn ich das jetzt hier eintreibe, obwohl ich ziemlich am Rand bin, wird das nicht reißen, weil... Obwohl wir ziemlich am Rand genagelt haben, wird es nicht reißen, eben weil wir das hier gemacht haben. Hinten der Ausbruch, aber das ist egal. Das kann man dann wieder... Ja. So war das jetzt überhaupt perfekt. Und jetzt ist das sowieso eine bombenfeste Verbindung. Das kann man jetzt als Bumerang verwenden. Kommt nicht zurück, er ist weg. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Erich, hast du damit gerechnet, dass der nicht zurückgeflogen kommt? Ja. Okay. So, das Thema Nägel umschlagen und so weiter ist eigentlich beendet. Ich werde euch noch kurz zeigen, was so meine Tätigkeit aktuell ist. Ich restauriere unser Tor auf der Straßenseite. Hier habe ich Zapfen, die kaputt vermorscht sind, neu verleimt, habe Teile komplett ersetzen müssen. Habe dieses Profil nachhobeln müssen. Das ist ein eingestemmter Federzapfen mit Profil auf Gärung, sagt man dazu. Hier habe ich hinten das ausnehmen müssen, habe einen Schwalbenschwanz nachträglich machen müssen. Jetzt werde ich noch dieses Fries erneuern müssen. Habe hier bei den Leisten nachmachen müssen. Das sind Schlitz und Zapfen auf Gärung mit Profil, in denen die Füllung steckt und das steckt in den Türfriesern, dass alles arbeiten kann. Diese Tür war ohne Leim. Aber dazu seht ihr mehr im Projekt, wenn das kommt. Das wird sicher noch ein paar Monate dauern, weil es einfach viel Arbeit ist. Aber wir verabschieden uns jetzt, glaube ich. Erich, willst du auch Tschüss sagen? Er sagt Nein. Im Kopf hat er Nein, aber im Herzen will er es. Erich, willst du Tschüss sagen? Tschüss. Der Erich ist ein bisschen schüchtern. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wir werden das aufarbeiten. Ich sage Danke. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es konnte der ein oder andere was lernen Das noch lieber wäre es uns eigentlich, dass diese Technik jemand zu Hause anwendet, denn es schaut einfach schön aus und hat auch Sinn. Wir sagen Danke. Tschüss, Baba. Bleibt uns gewogen. Daumen rauf und abonnieren und gefällt mir. Ist ja logisch.